Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch Video Podcast. Jetzt mit dem zweiten Teil zum Weihnachtsessen. Und auch das ist ein relativ einfaches Gericht. Ich mache hier Birnen gefüllt mit Preiselbeeren. Das ist im Prinzip eine Sache, die man auch mit Nullaufwand zubereiten kann. Birnen gibt es ja auch im Glas oder in der Dose. Ich werde diese in diesem Fall jetzt mal selbst zubereiten. Dafür schäle ich jetzt ein paar von diesen kleinen Birnen. Und die Preiselbeeren habe ich allerdings fertig gekauft, weil die sind schwer zu bekommen. Sonst hätte ich sicher auch so ein kleines Preiselbeer-Ragout zubereitet, dass man gut dazu essen, dass man eben da reinfüllen kann. So. Jetzt ist der nächste Part, dass man die Birnen gart. Das kann man natürlich in unterschiedlichen Arten von Sud machen. Ich habe mich dazu entschieden, das Ganze zu dämpfen. Hier so eine Schale und dann stelle ich das Ganze in den Dämpfer. Das hat den Vorteil, dass eben nicht zu viel von dem Birnengeschmack aus den Birnen rausgezogen wird. Und ja, in dem Fall möchte ich auch nicht, man kann das Ganze ja in Rotwein oder Weißwein oder vielleicht auch in einem Fruchtsaft garen, aber ich möchte jetzt mal den ursprünglichen Birnengeschmack erhalten. Und vielleicht jetzt, ihr seht die Zimtstange da in der Schüssel, so ein bisschen weihnachtliches Aroma muss eben dann doch noch sein. Man kann natürlich da auch noch mehr zufügen, Nelken zum Beispiel. So, ich mache mal zwei Stück, damit das Ganze jetzt auch nicht zu langwierig wird. Und es gibt jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten, das Kerngehäuse rauszunehmen. Wenn man jetzt die Birnen im Ganzen haben möchte, dann versucht man natürlich hier von unten das Ganze zu entfernen. Ich mache jetzt aber hier nur ein bisschen von dem Strunk raus. Und da wir das Ganze ja füllen wollen, werde ich die Birne hier einfach der Länge nach halbieren. Wie gesagt, man kann da auch sehr schöne Varianten noch machen. So, jetzt haben wir hier das Kerngehäuse und das werde ich jetzt mit einem Kugelausstecher großzügig entfernen, weil das bleibt natürlich hart und schmeckt nicht doll. Den Stiel können wir für die Dekoration dran lassen. So. Der anderen machen wir das auch gerade. So. Und dann kommt das Ganze, wie gesagt, einfach in den Dampfgarer. Und wird circa 15 Minuten gedämpft. So, und dann machen wir einen kleinen Zeitsprung, bis das schon passiert ist. Nach etwa 15 Minuten sind die Birnen schön weich gegart. Und alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist die kleinen Racker mit Preiselbeergelee zu füllen. Beziehungsweise habe ich hier Preiselbeeren im Glas. So, und dann nehmen wir hier mal die zwei mit dem Stiel und drapieren die hier schön rein. Eins, zwei, der Duft von dem Zimt kommt auch sehr schön heraus. So. Und dann brauchen wir nur ein kleines Löffelchen. Und dadurch, dass der Kugelausstecher hier so eine schöne runde Form reingemacht hat, müsste das eigentlich sich ganz gut einfüllen lassen. Jetzt nur nicht kleckern, dann ist das schöne Bild nicht mehr ganz so schön. So, der zweite auch. Ich habe es ja am Anfang schon mal gesagt, das Ganze schmeckt wunderbar zu Wildgerichten. Sei es jetzt Wildschwein oder
Hirsch oder alle möglichen also dunkles Fleisch für Rindfleisch sowieso, aber es eignet sich auch schön als Beilage zur Ente, zur traditionellen Ente und zum Gänsebraten. Darum passt es eben auch sehr schön in die weihnachtliche Küche. Und wie ihr gesehen habt, es ist einfach und schnell gemacht. Wenn ihr die Birnen frisch gart, dann ist es nochmal schöner und die sind dann schön warm und das gibt nochmal dem Ganzen einen extra Pfiff. Und wenn ihr eben bei dem Weihnachtsessen ohnehin schon viel Aufwand betreibt, dann könnt ihr auch die fertig gekochten aus dem Glas nehmen. Viel Spaß beim Nachmachen, alles Gute, euer Kai Daniel Doe.